So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Landstalker. Das ist eine Nachsynchronisierung von mir. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das denke. Ja, irgendwie hatte sich mein Mikrofon abgestellt, weil ich so lange nicht reingesprochen hatte. Und wir sind jetzt in König Nolos Palast. Ich hoffe, das Nachsynchronisieren geht einigermaßen gut. Ich gucke mir jetzt mal mein Video nebenbei an. Wir sind im König Nolos Palast, haben das Labyrinth hinter uns gelassen. König Nolos Palast ist nicht ganz so schwer, wenn man ihn einigermaßen kennt natürlich. Ja. Ich finde diese Musik wunderbar, die im Hintergrund läuft. Im Vergleich zu der vorigen. Ja. Hier hinten. Der versteckte Gang führt zu einer Lebensenergie. Mhm. So. Dann schauen wir gleich mal. Aua. Was hier drin ist. So, die Ninjas machen wir erstmal platt. So. Runter. Drücken den Schalter und gehen wieder. War ja schon, genau. Und gehen wir nach oben. So, Beampoint und wir sind wieder am Anfang. So. Wenn man sich hier nicht wirklich auskennt, kann es durchaus etwas schwierig werden, zu wissen, was man zu tun hat. Wir werden hier ziemlich schnell durchkommen. So, wieder hinten lang. Und hinauf. So, dann rüberspringen und speichern. Speichern ist immer wichtig. So, und um die Ecke springen, hier nicht runterfallen. Das schaffe ich auch nicht diese in der Folge. Ich bin auch ziemlich bis auf 2-3 Mal, wo ich glaube ich laden muss, komme ich ganz gut durch. Hier ist ein Beampoint, den speichern wir erstmal, gucken erstmal, was da drüben ist. Aber gibt nur zum Ausgang, da ist nichts. Nur was zum Runterfallen und wir nehmen diesen Beampoint. Wir kommen jetzt hier raus. Und müssen diese Echsen töten, damit dieser Krug dort erscheint. Aber bevor wir diesen Krug nehmen, gehen wir mal gucken, was hier drin ist. Dort sind zwei Schalter, die sind in der Luft. Ja, also die sind nicht am Boden. Und den ersten können wir so ablegen, indem wir auf den zweiten aufsteigen. Und den zweiten versuchen wir mal auf diesen zweiten Schalter zu werfen. Oh, das klappt natürlich nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jawohl, da ist er. Ein Podest erscheint und wir kriegen einen da. Oh, da wir schon 9 haben, aber ein bisschen wenig Energie, können wir einen da benutzen und unsere Tasche wieder voll auffüllen. Voll auffüllen. Mhm. Na gut. Hinauf. Wir brauchen aber, bevor wir hier hochgehen, diese Krug, der da vorher unten war. Das heißt, wir müssen die Echsen wieder töten. Und dann mit dem Krug, der jetzt erscheint, genau. Ab nach oben auf dieses Podest. Los, beeil dich mal. Hopp, hopp. War zu langsam gewesen. Wieder hoch und warten, bis das wieder kommt. So, das ist wieder sehr tricky, hier auf die Plattform zu wechseln, weil es doch optisch täuschen kann. Aber kurioserweise schaffe ich das sehr gut. Ich weiß auch nicht wieso. Den Krug brauchen wir nämlich hier, um ihn auf den Schalter zu setzen, damit wir weiterkommen. So, dann heißt es wieder um die Ecke springen.
klappt auch hier ganz gut so. Dann weiß ich nicht genau, ob ich nach oben oder unten muss. Speichere einfach mal und schau mal erst, was unten los ist. Und dort unten haben wir eine Kiste. Da kommen wir aber nur von der anderen Seite ran. Das heißt, mal zurück rum. Und wir schauen mal, was in dieser Kiste Schönes ist. Eine GG brauchen wir aber gerade im Moment nicht. Deswegen lassen wir uns einfach liegen. Vielleicht kommt da nochmal irgendwann jemand anders hier vorbei, der es braucht. So, heißt, hier geht's oben lang. Werden wir uns mal ein bisschen treffen lassen wieder von diesem ollen Pikern hier. Bam, genau ins Gesicht. Bam, und der springt auch noch genau hoch. Nochmal. Und nochmal. So, Beam Point genutzt. So, jetzt speichern wir erstmal auch drin. Und mal gucken, wo wir hier rauskommen. Oh, das war dumm. Aber hier unten können wir gar nichts machen. Deswegen müssen wir, um da oben zu den Schalter zu kommen, wieder zurück. Und mal gucken, dass wir in die andere Tür reinkommen, ohne vorher getroffen zu werden von diesem Ding. Wir werden schon rüber und rein, genau. So. Die beiden Ritter sollten kein Problem sein. Dadurch erscheinen die Stufen, aber wenn wir auf die erste Steinstufe kommen, werden die Echsen losgelassen. Aber die stören uns nicht wirklich. Aber sie sehen hässlich aus, deswegen habe ich sie nochmal umgebracht. Ja. Dann kommen wir hier rüber. Ich speichere extra nochmal vorher, weil, wie gesagt, mit diesem in der Luft springen und das richtig treffen. Wie ihr seht, ich bin runtergefallen. Lade nochmal. Und bin dann hier drüben flitze, so schnell ich kann, um weiterzukommen. So. Speicher. Aua. Um zum Gang zu kommen. Und werde schön erwischt. Ich lade aber sofort. Einfach wollte ich einmal gucken, wo wir hier hinkommen, aber wir würden wieder ganz nach unten kommen und das ist scheiße. Darum lade ich nochmal. Und gehe einfach mal einen anderen Weg. Das ist natürlich wesentlich einfacher. Gucken wir mal, wo wir hier reinkommen. Ihr seht dort einen Schalter unten. Der müssten wir eigentlich, müssen wir jetzt schon machen, drücken, aber ich vertüdel mich im Moment, weil dieses Skelett, was ihr noch gerade seht, das muss eigentlich da weg. Ich gehe erstmal hier weiter. Dazu müssen wir hier mehrere Schalter drücken. Leider ist das ein bisschen zu früh. Das heißt, ich muss das Ganze nachher nochmal machen. Aber das macht ja nichts. Bisschen Spoiler. So. Ich wehe dieses olle Aufnahmeprogramm hat jetzt meine Stimme nicht aufgenommen. Ich flippe hier auf. So, hinauf. Was steht denn da dran, ne? Guck mal, seit denen, die das Königsschatz begehren, verflucht seien die, die seinen Schlaf stören. Ja, wir müssten jetzt hier runterspringen, wenn wir schon vorher da ein paar Schalter gedrückt hätten, aber da wir das noch nicht haben, darf ich hier noch gar nicht runterspringen, deswegen gehe ich nochmal zurück. Ganz umsonst gewesen und naja. Bam, nochmal genau auf den Kopf gekriegt. So. Heißt also, wir flitzen. Ich wollte mal gucken, was da unten ist, aber wir fallen hier nur ganz tief. Und würden hier ganz unten rankommen und über den Schalter könnte man dann nach oben fahren. Ist aber sehr aufwendig und ich habe keinen Bock, das zu machen, deswegen lade ich. Und wir sind hier. Ich lasse mich auch da runterfallen. Würde hier rauskommen, aber da war ich auch schon mal. Bringt auch nicht viel. Und ich muss nämlich jetzt hier hin. Und das ist jetzt ziemlich tricky. Ihr müsst den Schalter drücken und in die Lücken reinkommen, dass die Statue direkt zu dem Schalter kommt. Und ich habe verdammt nochmal Riesenglück, denn den ersten Schalter müsst ihr zur nächsten Statue und die auch rüber lotsen, dass sie auf den letzten Schalter kommt. Und ich habe es gleich beim ersten Mal geschafft. Ich war so stolz. Leider kann ich jetzt jubel ich nicht mehr so doll wie vorhin, aber naja. Ihr werdet ja verstehen, warum dass ich mich gefreut habe. So, hier muss man die Kugeln abwarten. Oder auch nicht. Naja. Wie lobenswert von dir herzukommen, aber dies ist das Ende deiner Reise. Das wollen wir erstmal sehen. Nach langem Schlaf gehe ich zurück zu dieser Welt. Oder zu dieser Welt zurück. So, dann müssen wir diesen Schalter drücken. Dann hören die Dinger auf. Und wir müssen unbedingt
Ja, da steht das gleich wie eben. Wir müssen nämlich unbedingt durch dieses Loch hier auch noch durch. Uns unterfallen lassen. Los, spring mal runter da jetzt. Oder habe ich jetzt? Das war ich bestimmt geguckt, was wir jetzt machen. Das ist natürlich doof, wenn die Stimme nicht mitgeschnitten wird. Tralala, tralala. So, jetzt springen wir hier runter. Und hinter uns kommt trotzdem eins rüber und knallt es vor den Kopf. So, und jetzt kommen wir endlich da lang, wo ich es vorhin wollte. Na, nun komm. Hier heißt es wieder, die ganzen Schalter drücken. Wie gesagt, wenn man weiß, was man machen soll, geht es relativ schnell und man weiß ungefähr, wo man, auf was man achten muss. Aber wenn man es nicht weiß, dann irrt man hier eine ganze Weile rum. Also die ersten Male, wo ich gespielt habe, das erste Mal vor allem. Ja, hat's ewig gedauert. Ewig. Und man, das ist so frustrierend, ja. Man sucht und sucht, man hat ja auch keine Möglichkeit zwischenzuspeichern, so wie jetzt hier mit dem Save State, sondern früher auf dem Sega gab's halt auch was nicht. Das heißt, man musste wieder zurück zum Anfang, zum Beampoint und sich zu Mercator zurück und dann mal speichern, wenn man wollte. Oder sich wieder aufladen, wenn man musste, aber das ging eigentlich hier. So. Guck mal, seitdem die hier schlafen. Genau. Und wir lassen uns jetzt hier in dieses Loch fallen. Dann töten wir die Echsen, drücken den Schalter. Ich glaube, der Schalter fehlt dann, bevor, wenn wir den einen als eine nicht gedrückt haben, fehlt der eine Schalter. Dadurch sind nämlich diese Plattformen jetzt da. Und die sind wichtig. Wir müssen nämlich da drauf bleiben und kommen in eine Geheimtür. Und das war jetzt auch schon das ganze Labyrinth im König Nolos Palast. Und jetzt seht ihr eine ganz lange Strecke. Und das heißt, wir kommen zum Ende. Ja, dem Ende entgegen. Und ja, was gibt es immer da? Zwischenbösse. Ihr seht, die Erde wackelt. Und den Typen hatten wir schon mal in Silber oder in Stein in einem vorigen Level. Aber ihr werdet vielleicht sehen, die sind so stark, dass wir nicht oft Treffen brauchen, um ihn zu besiegen. Also hier ist, am Ende zeigt sich, dass es sich wirklich gelohnt hat, die ganzen Lebensenergien zu sammeln, das ganze Geld zu sammeln, weil dadurch die Bosse sehr super schnell zu besiegen sind. Allerdings ist das natürlich auch ein bisschen langweilig, also die hätten durchaus ein bisschen schwerer sein können, aber dazu sage ich im nächsten Folge noch was. So, diese Kugel haben wir auch schon mal gesehen, auch in anderen Farbe, in König Nolos Labyrinth. Und ja, brauchen wir auch nicht oft treffen. Aber er trifft uns einmal und tötet uns. Aber naja, das ist jetzt so nicht so prall. Und schon ist er tot, ja. Und das war's jetzt auch schon, erstmal mit den Vorbossen. Und jetzt kommen wir zu diesem letzten Abschnitt hier. In dieser wunderbaren Musik. Und wir sind kurz vor dem Ende. Vor dem Boss. Also sage ich mal, genießt die Musik. Und freut euch auf die letzte Folge, denn wir werden jetzt gleich König Nolo und dem blöden Dux gegenüberstehen. Und bis dahin. Ciao.